Ich sitze zu Füßen eines der bedeutendsten Künstler der Gegenwart, Jonathan Mese. Hi, herzlich willkommen bei Eine Stimme. Ich weiß nicht ganz, bin ich schon Teil einer Installation oder ist das noch ein Interview? Das weiß ich auch nicht. Das wird sich entscheiden. Welche Themen haben dich in letzter Zeit, wenn du auf Politik schaust, so richtig angenervt? Mich nervt Politik generell. Ja, ich weise Politik von mir. Ich sag Tschüss. Warum sagst du Tschüss? Weil die nichts bewirken kann oder weil dich die Ästhetik von Politik nervt? Also die Ästhetik von Politik könnte sogar interessant sein, aber es ist sie ja gar nicht, weil sie nicht präzise ist. Politik ist nicht mehr zeitgemäß, es bringt nichts mehr, es ist ausgereizt. Alle politischen Systeme sind doch falsch, ist doch bewiesen worden. Alle politischen Systeme sind zukunftsunfähig, es funktioniert nicht mehr. Woran machst du das fest, dass es nicht mehr funktioniert? Es ist alles uncharmant, unpräzise, die Befehle sind falsch. Politik ist anti-evolutionär, ist gegen die Zukunft. Wo hat der Mensch das eigentlich gelernt, dass man die Welt in politische Zonen einteilen müsste? Von den Tieren doch nicht. Wie könnte denn eine Welt aussehen, in der man mitmachen kann, mitgestalten kann, in der uns nicht jemand vertritt? Spielen ist das Entscheidende. Wir können spielen auch ohne Politik. Und wir müssen einfach unser Leben durchspielen. Einfach durchspielen bis zum Ende. Und da brauchen wir gar keine Politik. Ich muss doch mich heutzutage nicht mehr ideologisch repräsentieren lassen. Also das sind doch ganz alte Muster, den Herrscher an die Macht zu wählen, zu sagen, oh, ich schenke dem und dem Politiker mein Vertrauen. Ich werde geboren, meine Mutter ist nicht wählbar. Aber ich vertraue ihr doch trotzdem. Ich wähle sie nicht, ich gehe nicht in ein Wahllokal. Gibt es denn Politiker, dem du überhaupt noch vertrauen würdest? Ich vertraue keinem politischen Amt und ich vertraue absolut keinem Politiker. Privat könnte ich denen vielleicht vertrauen, dass die mich irgendwo hinfahren oder dass die nett mit mir Kaffee trinken. Aber das Amt ist vertrauensunwürdig. Da kann man kein Vertrauen zu haben. Und diese Politiker bieten ja alle eine Ideologie an. Ja? Die wollen Gerechtigkeit links politisch, Gerechtigkeit rechts politisch oder Gerechtigkeit anarchistisch. Aber sie wollen ja nicht das pure Wort oder die Sache Gerechtigkeit, sondern die ist ideologisch verbrämt. Ja? Sie ist eben grün oder piratisch oder rechts oder links. Das ist doch alles von gestern. Das sind alles ewig Gestrige. Entpolitisiert euch und alles. Bundestagswahl 2033. Jonathan Mese, gerade Wagner fertig gemacht, war total erfolgreich. Jetzt du Bundeskanzler. Wie geht das von da weiter? Ich würde sofort abdanken. Wenn man mich zum Bundeskanzler macht, würde ich sofort in der nächsten Sekunde abdanken und sagen, Dankeschön, das ist nichts für mich. Und das ist auch nichts für die Welt. Also mich zum Chef zu machen, ist sehr problematisch. Sollte man nicht machen. Man soll mich auf der Bühne lassen. Ich bin ein Bühnenmensch. Aber man sollte grundsätzlich Menschen nicht mehr an die Macht wählen. Weder links, noch rechts, noch Mitte. Es ist egal, wer das ist. Auf dem Weg zu dir bin ich allerdings dann an so Leuten vorbeigekommen, die heute ganz banale Probleme haben, wie wo gebe ich mein Kind hin, während ich selber arbeiten gehe, wo kriege ich meine Kohle her, damit ich klarkomme. Löst sich das dann auf einmal, wenn die Diktatur der Kunst überhand nimmt? Ja, wenn die Diktatur der Kunst regiert, also versachlichte Führung, wenn Evolution kommt, das ist ja die Gesamtheit aller Notwendigkeiten, die Diktatur der Kunst. Das ist ja sozusagen die Gesamtheit der Evolution. Also wenn die Sonne regiert, weiß ich doch, wie ich mich der Sonne gegenüber verhalten muss. Nicht zu nah kommen, wie Icarus, und auch nicht zu weit weg, sonst erfriere ich. Jetzt hast du mich ein bisschen verloren, weil ich nicht ganz verstehe, wie sich dann meine weltlichen Sorgen in nichts auflösen. Also regnet es dann Kinderbetreuungsplätze und... Die kommen von selbst. Dynamische Selbstorganisation ist doch wohl noch möglich. Man wird doch wohl noch ohne Ideologie eine Milch kaufen können. Man kann auch hier ohne Ideologie miteinander reden. Also ich muss mich doch hier nicht bekennen, dass ich links, rechts oder Mitte bin, sondern man kann das doch an sich abspielen lassen. Wir brauchen doch keine Parlamente, um Dinge zu entscheiden, die notwendig sind. Das ist doch krank. Wir sind verstrickt in Dinge, die uns eigentlich gar nichts angehen. Wenn wir wirklich glauben, das könnten nur noch Politiker machen, sind wir krank. Und deshalb muss das Parlament das diskutieren und sich selbst abschaffen. Es muss es machen. Dann wird was passieren. Sie müssen sich selbst denunzieren und sagen, nein, wir sind nicht mehr zeitgemäß, wir schließen diesen Verein. Auf Wiedersehen, wir machen jetzt was Geileres. Jonathan, danke. Bitteschön. Magst du zum Abschluss noch einmal das Pferdegeräusch machen? Jo. Und so galoppieren wir in eine ideologiefreie Zukunft. Sehr gut. Ja, das ist richtig.
Das klingt vielleicht merkwürdig, aber es ist machbar.